The key to long life is, apparently, to sit like a tortoise, walk like a pigeon, and sleep like a dog. I have trouble with the first two, but I can sleep through anything. Even here. Word travels fast in this place, and the word is you've met Jack-o'-lantern. I've seen him down near the rides, mostly at night. He's drawn to this place like the bear to the honey jar. He's got history with the farm before it got turned into an amusement park. Bad history. But I keep out of his way, and he keeps out of mine. My battle's not with Jack. He's all yours, Kemosabe. You'll, want to watch out for the will-o-wisps. They're a good signpost you're getting close. That, and the pumpkins. After meeting the melon-headed freak face to vegetable, I lost my appetite for pumpkin pie. I just keep seeing an eye in there. Jo, falls sich wer dran erinnern kann, wir sind Jack-o'-Lantern tatsächlich begegnet und das in Kingsmouth. Damals bei diesem irre alten und irre großen Baum im Irrlichtwald. Um den Baum waren sehr viele Kürbisse zu finden. Und hier hat er sich jetzt wieder verkrochen. Also suchen wir ihn nochmal. So, das Feld von den Geisterlichtern säubern. Wenn dieses Zerteilen im Übrigen durchkommt, dann stehen hier plötzlich zwei Irrlichter vor einem. Das sollte man immer etwas vermeiden. Ja, hat nicht ganz geklappt diesmal. Aber das macht nichts. Kriegen wir alles hin. Macht. Wenn ich das Geschütz nicht mit aufstelle. Och, oh. So, und das letzte Irrlicht. Kriege ich aber vorher weg. Ja. Gut, hier muss noch irgendwo eins zu finden sein. Da, wo hat sich das denn versteckt? Tja, wenn man hier nicht genug Feuerkraft mitbringt, schafft man das wahrscheinlich nie.
Wo soll denn hier bitte schön noch eins sein? Tauchen irgendwie aus dem Nichts auf. Aber immerhin, jetzt habe ich eine. Dem Irrlicht folgen. Ganz schnell hinterher. Das Feld von Vogelscheuchensäubern. Und soeben habe ich 25 Vogelscheuchen erledigt. Lohnt sich auch immer, solche Vogelscheuchen sich anzugucken, weil die klettern da hin und wieder mal runter. So, eine Shotgun habe ich auch. Da ist er nicht so alleine da, wie er denkt. Den da jetzt noch wieder. Ich glaube, den haben wir schon mal platt gemacht. Ich glaube, ich muss mir mal meine passiven Werte angucken und ein wenig modifizieren. So, jetzt rennt da hinten noch ein Typ mit der Kettensäge rum. Und da ist Kürbiskopf auch schon wieder. Warten wir noch mal ein paar Sekunden. Kürbiskopf bzw. diesem Irrlicht wieder folgen. Und diesmal müssen wir Wiedergänger töten. Die Wiedergänger befinden sich hier irgendwo. Da zum Beispiel ist einer.
Biester sind immer recht fies, weil sie sich wegteleportieren. Immer nach Krähen Ausschau halten, dann findet man auch Wiedergänger. Und auch relativ wichtig, immer auf die Umgebung achten. Ach, schade. Fast hätte ich ihn so gehabt. So, gucken wir nochmal. Da ist es vorbei. Ach. Und da ist jetzt auch Kürbiskopf schon. Naja, machen wir den eben so nebenbei fertig. Und das nächste Irrlicht, dem wir wieder folgen müssen. So, Kürbiskopf finden und besiegen. Das sieht nicht ganz so nach Kürbiskopf aus, aber nehmen wir natürlich auch, wenn er sich schon als das bezeichnet. Was wir hier jetzt machen müssen, ist einfach hier in diese Felder aus Kürbisgemüse rennen. Und hoffentlich laufen wir ihm dann dabei irgendwann mal über den Weg. Ansonsten machen wir diese Quest nämlich noch ewig. Ich weiß leider auch nicht so wirklich, wie man garantieren kann, dass der irgendwann auch mal auftaucht. Alles, was man hier machen kann, ist rumrennen und suchen und hoffen. So, jetzt geht's los hier. Dann werden wir jetzt so nebenbei auch nochmal diese ganzen Geisterlichter hier platt machen.
denn, wie wir ja bereits gelernt haben. Der mag das nicht sonderlich, der Kürbiskopf, wenn man seine Geister hier alle tötet. Komm, das kriegen wir ja hin. Jo. Da ist er. Hoppala. Das Totenlicht wollte ich das jetzt nicht machen. Was teleportiert er sich denn heute so? Ja. Aber zumindest haben wir ihn ohne große Mühe besiegen können und diese Quest dadurch beenden können.